Ja, good day, good luck, würde ich sagen. Oder good night, good luck, ist egal. Hauptsache irgendwas mit Glück. Wo Crane? waren wir denn überhaupt? Du wolltest doch mit mir reden, wenn wir kein Antizin finden. Ja, Jade. Ach, egal. Es ist nicht mehr wichtig. Gut, hör zu. Ich gebe Said den Sprengstoff, du redest mit Rahim. Sorg dafür, dass er sich vom Nest fernhält. Mach ich, Jade. Keine Angst. Danke. So, gut, alles klar. Dann gehen wir erstmal wieder dahin, wo wir hin müssen. Ich habe zwar keinen Blassen, wo wir hin müssten. Ich weiß nur, hier geht mir gerade auf den Nerv. Zack, siehst du, sowas hat man davon. Alter. Wie oft noch? Ich hab noch zwei Reparaturen dafür. Ihr wollt einfach nicht. Zack. Und du auch noch. Und nochmal. So. Oh, was willst denn du da oben schon wieder? Junge, Junge, Junge. So, du hast auch noch was Schönes? Ja, hast du. Oh, tut mir leid, da wollte ich mich noch hintreten. Gibt's jetzt Ruhe? Nein. Und jetzt? Nein. Und jetzt? Aber jetzt. Jetzt gleich. Danke. So, wo müssen wir hin? Was müssen wir eigentlich machen? Geh zurück zum Turm. Ach so. Hey, jetzt knutschen, ja? Warte mal, pass auf. Zack. Zack. Ich habe jetzt keine Lust zu knutschen. Ich muss jetzt zum Turm. So, zum Turm jetzt da lang in 300 Metern. Naja, dann machen wir erstmal kurz. Warte mal, guck, pass auf. Warum machst du nicht bumm? Jetzt machst du bumm. Oh, guck mal. Also bei mir bumm macht die dumme Sau. Da brennt wer. Und ich muss erstmal eigentlich ein bisschen. Genau das machen. So, Türmchen, Türmchen, Türmchen zum Türmchen. Und ich habe eine neue Kraftstufe, ja. Lichtfalle aktivieren. Seht ihr mich? Seht ihr mich? Ja, schön stehen bleiben, ja, pfeifen. So, warte mal, wir haben ja Fähigkeiten gekriegt. So, wenn wir Fähigkeiten haben, überleben, Kraft. Waffenliebhaber, Kraftstufe ab, sie erlernen, wie sie Waffen effizienter einsetzen, Nahkampfwaffen halten länger, sehr schön. Was ist das? Kampfangriff, ein kräftiger Schlag, der ersten Schäden zufügt. Der erste Schäden zufügt? Aber mehr Ausdauer verbraucht, halte RT gedrückt, ich nehme erstmal das hier. Wenn die Waffen länger halten, dann ist schon mal sehr vorteilhaft. Wartet mal nach da. Ihr wart mir gerade so viel, sonst hätte ich euch alle nacheinander ausgelutscht. Was ist hier? Was ist hier? Shit. Na, wenn das nicht Glück war. Komm schon. Ich glaube, ich mal kurz ein bisschen XP sammeln, ja. Das Backen. Das geht doch immer einfach mal ein bisschen nebenbei hier. Wer kommt denn jetzt? Eins.
Und rechts kommt er. Ah, hier. Der Gebetskunde ist aber da. So, du hattest noch was, oder? Du hattest noch was? Ja, du hattest noch was. So, weiter geht's. Ey, was machst denn du da? Yeah. Das war dick. Ah, ne, hier kommen wieder zu viele. Nehmen wir die Treppe. Nehmen wir die Treppe. Zack, zack, zack. Da hoch, da hoch. Da ist blau, da ist blau. Wieso ist da blau? Hoch und los, komm schon. Nein, runter. Grüß dich, Mama. Hallo, Crane. Richtig? Interesse an Informationen? Was wollen Sie? Hören Sie, ich bin Bauingenieur. Die Firma, bei der ich gearbeitet habe, war in der Altstadt. Sektor Null, wie es jetzt heißt. Wir waren hauptsächlich mit Arbeiten an der Kanalisation beschäftigt. Das klingt aufregend. Bitte, kein Anlass für Sarkasmus. Die Kanalisation Harans ist ein Meisterwerk. Zumindest, wenn man ein Auge für derartige Dinge hat. Und wer sollte ein Auge dafür haben? Sie. Wäre toll, wenn Sie endlich auf den Punkt kommen würden. Mhm. Aha. Sie können es also nicht erwarten, ein paar Infizierte zu erledigen. Aber genau davon rede ich ja. Die Kanalisation kann Ihr wichtigster Verbündeter werden. Sie erstreckt sich unter der gesamten Stadt. Egal, wohin Sie gehen. Es gibt höchstwahrscheinlich einen Tunnel gleich unter der Oberfläche. Wir haben die Tunnel mit bestehenden natürlichen Höhlen verbunden. Diese Höhlen existieren überall unterhalb der Stadt. Die meisten sind breiter als normale Kanalisationstunnel. Das macht es einfacher, sich dort fortzubewegen. Und macht es Untoten einfacher, sich dort zusammenzurotten. Naja, nichts ist perfekt, oder? Das war's jetzt. Du wolltest mich jetzt erzählen, dass die Kanalisation schön ist. Na super. Das hätte ich mir auch aus den Fingern saugen können, mein Freund. Warte mal. Ey, Alter, hast du den Zaun gerade kaputt gemacht? Die Erschwörung wäre in mühsamer Kleinstarbeit zusammengeflüstert. Ruhe jetzt! Du stirbst auf jeden Fall für den Zaun, den du kaputt gemacht hast. Ja. Küssen kannst du wie anders. Ah, hier, guck mal. Ist jetzt vorbei. Nur wird er was abbrennt. Oh, Schild. Jetzt wird's zu viel. Jetzt wird's zu viel. Das war zu viel. Abhauen, abhauen, abhauen. Lauf doch mal wieder. Und zu Hause. Sehr schön. Grüß dich. Tag. Du hast sowieso nichts Interessantes für mich. So viel Mahlzeit. Wahnsinn. Jade hat mich angefunkt. Sie wird Sahid den Sprengstoff bringen. Sie hat mich auch gebeten. Warum drücke ich das weg? Das haben doch hier euch gehört. Ja, ist egal, wir wissen ja, was passiert ist. Ich muss endlich aufhören, das wegzudrücken. Das war schon letztes Mal schon die Macht einmal, glaube ich. Alter, was ist denn los? Hier
Ja, da gerade was hier rumpelt. So. Was geht, Leute? Was ist denn jetzt? Muss ich eins hoch oder was? Wahrscheinlich. Hier vielleicht? Ey, was ist denn hier los? War auf! Faule Sau. Noch eins hoch? Ja, sieht gut aus. Grüß dich, Marlon. Crane, Said hat mir von dem Sprengstoff erzählt, den ihr gefunden habt. Perfekt. Jade hat ihn Said gegeben. Er war bei einem Entschärfungskommando. Kennt sich also aus. Ja, ein glücklicher Zufall. Antizin zu finden wäre aber noch besser gewesen. Mein Kumpel Omar sorgt dafür, dass Said das Zeug mit Zeitschaltern ausstattet. Wir müssen ja Zeit haben, rauszukommen, bevor alles in die Luft fliegt. Oh, wir? Es gibt hier kein Wir. Ja, das Nest muss vernichtet werden. Und das geht jetzt auch. Aber ich werde das erledigen. Und zwar alleine. Aber das ist mein Plan. Und ich werde ihn perfekt ausführen. Versprochen. Aber verdammt. Es hat eh keinen Sinn, mit dir zu diskutieren. Ich melde mich, sobald Said die Sprengladung vorbereitet hat. Es ist also abgemacht? Wenn's sein muss. Haben wir einen Deal? Ja. Wir haben einen Deal. Okay, noch was. Ich habe so einen merkwürdigen Infizierten gesehen. Ist Dr. Zira im Anhänger? Ich brauche mal seine Meinung. Nein, er ist unten in der Krankenstation bei Dr. Lena. Danke. Wir sehen uns. Schön. Ihr seid aufgefallen, dass das scheiß Dings weg ist, was im Einwand wurde mit überspringen Sie mit B. Mensch, haben sie mal eine richtig geile Sache gepatcht, wa? Mir wäre es wichtiger, wenn das Wichtige gepatcht werden würde. Halt, hier hin. Wo ist denn hier das Zeug? War das hier? Dachchen! Guck nicht so blöde. Ich suche wen. Alter, warte mal. Natürlich nicht. Tag. Schön Tee trinken, Jungs. Doktor, haben Sie einen Moment? Oh, Kane, richtig? Ja, was kann ich für Sie tun? Crane, ich habe Ihnen doch von diesem merkwürdigen Infizierten erzählt, der sofort Reißaus nahm, als er mich sah. Nun, ich habe gerade wieder so einen gesehen. Ich entsinne mich, dass Ihre Kollegen darüber gesprochen haben. Sie nennen sie Flüchter. Anscheinend bevorzugt dieser Typus bestimmte Bereiche der Stadt und zeigt sich nur nachts. Denken Sie, Sie könnten einen fangen und mir eine Gewebeprobe bringen? Eine Spekulation. Aber falls diese Kreaturen tatsächlich die Stellen bevorzugen, an denen ich meinen experimentellen Köder ausgelegt hatte, aber warten wir es ab. Bitte besorgen Sie mir eine Probe. Kommen Sie schnell zurück, wenn Sie sie haben. Sie muss frisch sein. Okay, und wo genau finde ich diese Biester? Soweit ich weiß, sollte der Quartiermeister auf dem Laufenden sein. Soll ich mit dem machen? Soll ich ihn zum Essen einladen und dann romantisch, wenn er gerade beim Essen ist, mal kurz was abschneiden oder was? Alter, die haben auch Vorstellungen, ja? Schon hab ich. Aber naja, wir sind ja hier nicht auf dem Ponyhof. Ich soll für Sarah eine Gewebeprobe des Flüchters besorgen, den ich bei der Schule gesehen hatte. Da sich Flüchter laut Sarah nur in bestimmten Bereichen der Stadt zeigen, werde ich meine Suche auf das dortige Gebiet konzentrieren. Sobald ich die Probe habe, muss ich sie umgehend zu Sarah bringen. Sie muss frisch sein, meinte er. So. Weiß gar nicht, wie sie tun. Dr. Zira meinte, sie wüssten, wo ich diese Flüchter finden kann. Extrem flinke Infizierte, übersät mit grünlichen Beulen. Ah ja, ja, ich kann Ihnen zeigen, wo sie sich aufhalten. Hier, hier und hier. Aber wenn Sie mich fragen,
Wenn Sie keinen Ärger haben, warum suchen Sie dann welchen? Ein guter Punkt. Danke. Vor allem eine Probe, ja? Hebt man doch normalerweise auf in irgendeinem verkackten Behältnis. Naja. Wir haben ja sonst nichts Besseres zu tun. Flüchter sind eine spezielle Art von Infizierten, die für Dr. Zerons Forschung von Bedeutung sein könnten. Sie zeigen sich nur nachts und in der Nähe auf ihrer Karte markierten Futterplätze, irgend sowas in der Art zumindest. Sollten sie sich auf eine Jagd nach einem begeben, sollten sie dabei besonders vorsichtig vorgehen, da Flüchter sehr leicht zu erschrecken sind und äußerst schnell rennen können. Super. Crane, bist du da? Spike, was gibt's? Wenn du mich brauchst, ich bin an der Fährstation und helfe Morgan, den Kahn flott zu machen. Komische Sache. Er sagte, er sei von einem jungen Typen, der ganz nach dir klang, abgezogen worden. Hast du eine Idee, wovon er redet? Ey, ich muss los. Wir sehen uns später, Spike. So, auf zum Ausguck. Habe ich schon auf der Karte jetzt die Punkte hier markiert oder muss ich erst auf die Nacht warten? Zack. Ich muss erst auf die Nacht warten. Ja, pass auf, dann machen wir mal eins. Wir werden mal hier die ganzen Gebäude ein bisschen infiltrieren. So ein paar Nebenaufgaben lösen und so. Bisschen looten. Wir haben ja noch Zeit, bis die Nacht vorbeigeht. So. Guck, guck. Das hat gerade Spaß gemacht. Also, in Zeitlupe. Eine verbrezelt. So, habt ihr hier drin noch was? Nee. Wo muss ich jetzt hin? Da muss ich hin. Das heißt, hier runter. Zack. Ey, Junge, du brennst. Lecker. So. Ich gebe dir kurz den guten Rat. Verschwinde einfach. Sonst stirbst du. So. Okay. Wolltest du den Rat nicht hören? Dann mache ich jetzt hier oben deine Brühe noch fertig. Sonst zieht's in den Bauch und nach oben. Männer wissen, was ich rede. Tor zu? Tor zu. Oh, du bist weg, du bist weg. Ist hier noch irgendwo was, was ich zumachen muss? Anscheinend nicht. Das dürfte alles gewesen sein. Und jetzt dürften wir auch den Wegpunkt wieder wegmachen können. So. Das wär's doch jetzt, oder nicht? Ich habe hier alles. Wo ich meine Flagge jetzt noch aufhängen und Captain Fleck spielen, oder was? Tor ist zu. Und der Rest ist hübsch. Oder nicht?
Bettchen ist auch da. Säubern Sie das Areal, schalten Sie den Strom ein. Welchen Strom? Den Strom. Sehr schön. So, eine hätten wir dann mal.